Herzlich willkommen hier auf der zweiten Podiumsdiskussion des Ostkreuzvereins heute. Und bevor wir dann zu unserer Runde kommen, möchte ich noch einmal ganz kurz das Thema anreißen. Seinen Ursprung hatte es in den Diskussionen der Fotografen, wie ist das eigentlich mit den Flüchtlingsbildern? Kann man die noch fotografieren? Haben wir uns da nicht längst drüber satt gesehen? Da gab es vielfache Diskussionen und dann ging es weiter. Naja, die Intentionen, die Flüchtlingskrise fotografisch zu begleiten, sind sehr, sehr, sehr verschieden. Was macht denn ein Fotograf, der vor 5 Jahren eigeninitiativ ein Langzeitprojekt begonnen hat, der jetzt vollkommen von den Ereignissen überrollt wurde? Was macht denn ein festangestellter Agenturfotograf, der in das Krisengebiet geschickt wird? Fahr uns doch mal für 3 Tage nach Idomeni, wir brauchen Bilder. Was macht denn der Bereich in der Mitte der Kette, also sagen wir Agenturen, die Bilder voreditieren, die sich entscheiden müssen, welche Features schicken wir heute in die Medienhäuser raus, ein unglaublicher Verbreitungsapparat, was machen die denn? Und letztlich, was machen die Bildredaktionen, die mit dem Material dann umgehen müssen? Können wir das leisten, unsere Leser jetzt schon wieder mit einer Flüchtlingsstrecke zu beschäftigen? Wir sind ein Monatsmagazin beispielsweise. Wenn wir jetzt eine Strecke, eine Geschichte planen, bis die durch ist, wurden wir vielleicht wieder links überholt. Und all diese Fragen haben uns bewegt. Und vor diesem Hintergrund haben wir dieses Panel und unsere Gäste zusammengestellt. Und das möchte ich Ihnen vorstellen. Als erstes Jean Gallup von Getty Images. Jean Gallup zur Linken. Jean Gallup arbeitet als Cheffotograf für den Newsbereich Deutschland bei der Bildagentur Getty Images. Er hat am Williams College in den USA Politikwissenschaften studiert, dann Journalismus und dabei auch Fotojournalismus an der University of Texas in Austin. In diesem Zusammenhang entstand auch die Dokumentarreportage Journeys into Czech Moravian Texas über Texas tschechische Kultur und Leben, die auch als Buch veröffentlicht wurde. Nach einem Praktikum bei der LA Times zog er 1995 nach Prag und war für 9 Jahre als freier Fotograf für Reuters und westliche Publikationen tätig. Seit 2004 ist er festangestellter Fotograf bei Getty Images in Berlin und seit 2011 Cheffotograf für den Newsbereich. Ein Zitat: Meistens entwickelt sich ein Ereignis so, dass man am ersten Tag gezwungen ist, da zu sein, wo die anderen Fotografen auch sind, und sehr schnell zu liefern. Aber dann gibt dieser erste Coverage-Druck oft nach, weil die Lage sich nicht viel verändert und die Bilder sich wiederholen. Dann hat man mehr Zeit, sich auf eine andere Perspektive zu konzentrieren, wo sich die persönliche Arbeitsweise des Fotografen stärker durchsetzen kann. So viel zu dem Alltag einer Bildagentur verhafteten Fotografen. Das war wertfrei. Jörg Brüggemann von der Agentur Ostkreuz ist freier Fotograf und seit 2009 bei Ostkreuz. Er studierte an der Hochschule für Künste in Bremen und in Buenos Aires. Themen seiner Arbeiten sind unter anderem globale Verflechtungen und lokale Eigenheiten. Das wird in seinen Arbeiten zu Tourismus und Jugendkultur oder in seinem Langzeitprojekt Metalheads – The Global Brotherhood, in dem er Heavy Metals als globales Kulturphänomen dokumentiert, deutlich. Er ist regelmäßig in Ausstellungen zu sehen und arbeitet für große nationale und internationale Magazine wie Rolling Stone, Zeit Magazin oder Neon. Auch ein Zitat: Fotografie ist sehr subjektiv und die Kamera vieler toller Kollegen werden oft auf das Elend der Flüchtlinge gehalten. Ich halte das auch für sehr wichtig, glaube aber, dass für eine Berichterstattung, die über das Tränendrüsendrücken hinausgeht, mehr Bedarf. Meine Haltung ist eher an der gesamtgesellschaftlichen Situation interessiert und da gehören die Touristen, die stellvertretend für uns Europäer stehen, und die Medien eben dazu. Kai Löffelbein. So, also Kai Löffelbein ist freier Fotograf aus Hannover. Er studierte Politikwissenschaften in Berlin sowie Fotojournalismus und Dokumentarfotografie in Hannover. Er arbeitet als Auftragsfotograf für nationale und internationale Medien und ist oft für eigene fotografische Langzeitprojekte in Asien, Afrika und Osteuropa unterwegs.
Seine Projekte der letzten Jahre setzten sich insbesondere mit den sozialen und ökologischen Auswirkungen der Globalisierung in Schwellen- und Entwicklungsländern auseinander. Dabei dokumentiert Kai Löffelbein viele der Ursachen, warum Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Auch in Deutschland fotografierte er immer wieder zum Thema Flucht und Migration. Seine Bilder, jetzt wird es interessant, aus Lesbos landeten als einzige Fluchtgeschichte auf der Shortlist des Henry-Nannen-Preises 2016. Als einzige. Zitat: Das Thema Flucht ist ja alles andere als neu und auch auf den griechischen Inseln kommen seit Jahren Menschen mit Booten an. Doch niemals zuvor waren es so viele wie im Herbst 2015. Im September letzten Jahres bin ich nach Lesbos aufgebrochen, um mir mit eigenen Augen ein Bild von der Situation vor Ort zu machen und um mit meiner fotografischen Sichtweise von den Strapazen der Flucht über das Mittelmeer zu berichten. Als Bilderkonsumenten der sogenannten Flüchtlingskrise fühlen wir uns visuell gut informiert. Böse Zungen behaupten, von der Bilderflut erschlagen. Trotzdem ist es wichtig, dass Journalisten und Fotografen die Ereignisse in Izmir, Lesbos, Kos, Idomeni oder an der österreichischen Grenze dokumentieren. Niemand soll behaupten, er hätte nichts davon gewusst. Sibylle Fendt ist selbstständige Fotografin und seit 2010 Mitglied der Agentur Ostkreuz, außerdem Dozentin an der Ostkreuz-Schule. Sie fotografiert im Auftrag für Magazine und verfolgt regelmäßig freie Projekte. In den Jahren 2011, 2012 fotografierte sie in Berlin Flüchtlinge für Asylbewerber und für Asylbewerber relevante Orte. 2015 hat sie diese Arbeit wieder aufgegriffen und baut sie seitdem deutschlandweit aus, also seit 5 Jahren. Zitat: Wenn ich mich als Fotograf aus freien Stücken mit dem Thema Flucht befasse, muss ich mich natürlich fragen, was mein Anliegen ist. Will ich Datenbanken füttern oder ernsthaft nach einem neuen Ansatz suchen, der versucht, ein neues Licht auf einen Sachverhalt zu werfen? Bei der aktuellen Flüchtlingskrise habe ich zum ersten Mal das Gefühl, Zeitzeuge zu sein. Ich arbeite an meinem Projekt mit dem Antrieb, wenn ich besonnen, ausdauernd und vielschichtig genug weiter fotografiere, etwas erzählen zu können über die deutsche Struktur und Befindlichkeit, die durch die sogenannte Flüchtlingskrise auf den Prüfstein gestellt wird. So, Lars Lindemann von Geo Magazin, das ist das grüne Heft. Lars Lindemann ist seit 2015 Fotochef des Geo Magazins. Neben der Arbeit als Bildredakteur in verschiedenen Verlagshäusern war Lindemann selbst als Fotograf tätig und lehrte an der Fachhochschule Dortmund sowie an der Ostkreuzschule für Fotografie. 2008 kam er als Fotoredakteur zu Geo Kompakt. Seit Oktober letzten Jahres ist er Fotochef des Geo Magazins. Zitat auch hier: Vielleicht brauchen wir nicht unbedingt noch das 300.000. Bild vom anlandenden Flüchtlingsboot am Strand von Kos oder Lesbos. Doch gerade mit den besonders schmerzvollen Bildern müssen wir weiter konfrontiert bleiben. So traurig und tragisch sein Tod war, Aylan Kurdes Namen werden die allermeisten wohl irgendwann vergessen haben. Das Bild seines Leichnams sicherlich nicht. Aylan Kurdes ist der tot an den Strand gespülte Junge. Das Bild kennen Sie alle. Georg Dietz wird die Diskutanten heute Abend galant über das Parkett führen. Georg Dietz ist Journalist und Buchautor. Neben seinen Veröffentlichungen als Theater- und Literaturkritiker ist er vielen von Ihnen sicherlich aus der Spiegel-Online-Kolumne Der Kritiker bekannt. Er setzt sich seit Jahren mit Fragen der Fotografie auseinander. Deswegen ist er nach unserem Debüt im Oktober letzten Jahres heute zum zweiten Mal bei uns, um unsere Diskutanten die nächsten 1,5 Stunden über das Podium zu führen. Und damit übergebe ich das Wort, lieber Georg, und bedanke mich für Ihr Kommen. Ja, vielen Dank, Tibor, vielen Dank Ihnen fürs Kommen. Man sieht ja schon an der doch recht zahlreichen Zuschauerzahl, dass das Thema die Menschen bewegt. Und ich weiß nicht genau, wie viele Fotografen, wie viele Nicht-Fotografen im Publikum sind, wie viel Selbstvergewisserung nötig ist oder wie viel Selbstvergewisserung gewünscht ist. Beim letzten Mal hatte ich den Eindruck, dass Fotografen sehr gerne und sehr gut über ihre Arbeit und miteinander über die Arbeit reden, weil es vielleicht pfeift wahnsinnig oder nur bei mir? So ein bisschen.
Und so werden wir es heute auch halten. Also wir werden ein bisschen Meta werden irgendwann, aber sehr viel konkret, glaube ich, an den einzelnen Projekten und den einzelnen Motivationen entlang diskutieren. Ich würde auch direkt einsteigen wollen in diese Spannung, die am Anfang ja aufgemacht wurde zwischen dem unmittelbaren Reagieren auf eine Situation, die letzten Sommer sich dann irgendwie dramatisch eingestellt und immer verschnellert hat, und der Frage quasi, wie geht ein Medium wie Geo damit um, also oder wann, seit wann gibt es Flüchtlingsgeschichten, was gibt es da für eine Konjunktur letztlich, was gibt es da für Mechanismen innerhalb von Redaktionen, das Thema aufzugreifen oder das Thema zu ignorieren und irgendwie eine gewisse Übersättigung mit diesen Geschichten und Bildern. Und vielleicht können Sie, Herr Gallup, erstmal kurz beschreiben, wie das eben aus der Sicht desjenigen, der so am direktesten mit dem Nachrichtenfluss verbunden ist, war letzten August, also so, wenn Sie sich erinnern, Budapest, die Menschen auf der Straße, haben Sie dann Fotografen losgeschickt oder wie haben Sie bei Getty darauf reagiert? Wann haben Sie verstanden, was da passiert und was das Thema oder was für Sie das Thema daran ist? Also für uns, das ging, also das war Anfang September, glaube ich, als die Flüchtlingswelle hoch durch den Balkan kam und dann in Budapest an Keleti Bahnhof saßen. Also als wir gemerkt haben, okay, es geht richtig jetzt los, Griechenland, Mazedonien, da haben wir mehrere Fotografen hingeschickt. Also wir haben im Gegensatz zu Nachrichtenagenturen, also wir haben in Länder wie Ungarn oder Serbien oder Mazedonien, wir haben da keine festangestellten Fotografen. Das heißt, wir gucken eher, wie ein Thema sich entwickelt als News-Ereignis. Und wenn wir merken, okay, jetzt wird es ernst, dann schicken wir Leute hin. Und wir haben natürlich die Aufgabe, auf der einen Seite täglich zu liefern. Also wir haben viele Kunden, Tageszeitungen, die auf unsere Bilder hoffen. Aber wir haben dann natürlich auch den Druck, weil unsere Hauptkonkurrenten sind halt die Nachrichtenagenturen. Wir wollen nicht dasselbe machen wie die anderen. Dass wir auch gucken, wo wir können, wo wir vielleicht etwas anders machen können, etwas anders anbieten können. Und für mich persönlich, also ich habe die ganze, also ich bin der Cheffotograf, das heißt, ich fotografiere selber, aber ich erteile auch in Deutschland die Aufgaben, da sind auch ein paar meiner Kollegen, die freien Fotografen sind auch heute Abend hier dabei. Und also für mich, als diese Welle hochkam, da war der Gedanke, okay, die werden bald Bayern erreichen, und ich bin da einfach losgefahren Richtung Grenze. Und ich stand am Bahnhof Rosenheim mit Polizisten, und weil da waren, also in den Wochen vorher, da war immer ein Zug mit 20, 30 Flüchtlinge drauf, und ich war den Tag da mit den Polizisten unterwegs, wir waren am Bahnhof, es hieß zuerst, ja, da kommen, ja, da ist ein Zug, wir warten so 30, 40 Flüchtlinge. Und dann circa 20 Minuten davor, dann sagte er, nee, es sind 400. Und das ist der erste Zug. Und ja, und damit ging es los. Was waren denn in der Zeit, was waren die Motive, werden dann Motive gefragt von Redaktionen oder liefern sie vor allem, ist es vor allem Bilder dann irgendwie, es fängt dann schon das ethische Nachdenken an, ob man mit Bildern der Drastik dann auch eine Art von Dramatik illustriert, die dann sehr schnell ja in der Diskussion war, so eine Angstmetaphorik, die sich da also einstellt. Ich glaube, wir haben den Luxus, weil ein festangestellter Fotograf, der hat nicht diesen Druck, ich muss diese Bilder verkaufen. Wir haben den Luxus, irgendwo hingeschickt zu werden, und unsere Chefs lassen uns mehr oder weniger in Ruhe, mach dein Ding. Und natürlich erwarten die, dass starke Bilder kommen und dass täglich hoffentlich Bilder kommen. Aber wir machen dann einfach nach unserer eigenen Einschätzung, was ist die Geschichte, was ist hier wichtig,
Und also für mich persönlich, ich meine, ich bin selber Migrant sozusagen. Vor 12 Jahren bin ich nach Deutschland gezogen. Und als ich diese Menschen gesehen habe, wie sie rüberkommen, also das, einfach dieser Begriff Flüchtlingskrise, das ärgert mich schon sowieso. Ich sehe diese Menschen rüberkommen und die alles hinterlassen haben. Ich meine, an der Grenze, an der grünen Grenze zu Österreich, da eine junge Familie, Kind auf den Schultern, einen Rucksack auf den Rücken der Mama und sonst gar nichts. Und die haben tausende Kilometer hinter sich. Aber die sind gut, die haben den Elend geflohen, aber die kommen nach Deutschland, weil die wollen jetzt ihr Leben damit weitermachen. Das wird das neue Kapitel. Also es ist eine Chance für die Flüchtlinge und es ist eine Chance für Deutschland. Und deshalb, wenn man da ist, wenn man vor Ort ist, natürlich, ich sah diese junge Familie, ich habe also Tränen in den Augen bekommen, aber für mich war das menschliche Aspekt dieser Geschichte, das war der Schlüssel. Und ich glaube, für meine Kollegen auch. Und irgendwie zu gucken, ja, wie kann ich ein starkes Bild machen, wo alle irgendwie weinen oder Kinder, ich weiß nicht, nee, das ich meine, wir sind Journalisten, Fotojournalisten. Sie haben ja auch gesagt, das fand ich eine ganz interessante Zahl, dass die Hälfte der Bilder, die aus Deutschland geschickt wurden im letzten Jahr, mehr oder weniger von Getty, Flüchtlingsbilder waren oder Fluchtbilder waren. Genau, also im News-Bereich, so zwischen September und Januar, die Hälfte unserer Coverage war irgendwie mit dieses Thema verknüpft. Und um von dem ganz Aktuellen eben ein bisschen zurückzugehen, weil die Frage wäre ja auch, was für Bilder früher in den letzten Jahren von Flucht produziert wurden, wahrscheinlich sehr wenige, aber die Frage, die mich vorhin interessiert hat, als ich eben nochmal diese ganzen alten Geo-Geschichten gesehen habe, die eben die letzten 10, 15, 20 Jahre von Flucht erzählen. Vielleicht können wir auch eine dann sehen und Sie erzählen was darüber, vielleicht diese lange Geschichte über die Flucht aus Afrika bis nach Paris. Vielleicht, ich weiß nicht genau, seit wann Sie bei Geo sind, also seit 2015 Bildchef, aber also ob Sie diese Geschichte auch selber betreut haben, 2005, nee. Also wie Sie dann die Rolle von so einem sehr klassischen journalistischen Erzählmedium wie Geo beschreiben würden, wie solche Geschichten zustande kommen, wie die, also ist das ein Projekt eines Fotografen, was sind die Überlegungen dahinter redaktionell und einfach die Geschichte dieser Flucht einmal erzählen, die ja nochmal aufreißt, dass es eben kein Problem oder keine Fakt oder keine Realität ist, die letzten Sommer begonnen hat, sondern dass seit 10, 15 Jahren relevant ist. Und das ist die Geschichte, vielleicht sagen Sie ein bisschen was dazu. Das war tatsächlich weit vor meiner Zeit. Der Fotograf Olivier Jobard hat damals diese Geschichte an die Geo-Redaktion herangetragen. Das war sein Projekt. Er ist nach Kamerun gereist und hat den Flüchtling, also einen jungen Kameruner getroffen, Kingsley Kum. Die haben sich darauf verständigt, dass keinerlei Geld gezahlt wird, dass er ihn begleiten kann auf dieser Reise, sich weitgehend zurückhalt aus dem Geschehen, wenn es nicht sei, denn es wird ganz, ganz brenzlig, was es dann ja auch tatsächlich wurde, und hat ihn über mehrere Monate auf seiner Reise von Kamerun nach Frankreich begleitet. Und es ergab sich dann auch noch eine sehr, sehr dramatische Situation auf dem Atlantik, wo die beiden mit einem Schiff havariert sind und auch mehrere Menschen ums Leben gekommen sind. Und das ist ein Projekt, das hat uns an die Geo-Redaktion herangetragen. Einer meiner früheren Kolleginnen, Ariel Hauptmeier, hat sich dann mit dem Kingsley getroffen, der ein Fluchtreisetagebuch geführt hat, und daraus ist eben dann ein längerer Text entstanden. Und wir sind ein langsames Medium und arbeiten gerne halt eben auch mit Fotografen zusammen und an Langzeitprojekten, denn wir können gar nicht auf die aktuelle Situation angemessen reagieren. Und im letzten Jahr gab es natürlich diverse Gespräche, Diskussionen und Konferenzen, was machen wir zur Flucht, zur aktuellen Situation, und haben uns dann irgendwann darauf besonnen, halt doch wieder über längere Zeiträume Geschichten zu entwickeln, an denen wir derzeit arbeiten.
Was dann bedeutet, dass Sie zurzeit keine Flüchtlingsgeschichten seit einer Weile im Heft haben, haben Sie vorher gesagt, oder? Keine, weil die nicht in der Geologik gerade funktionieren, weil die zu kurzfristig, zu aktuell von der sowohl schreiberischen als auch von der fotografischen Seite wären. Ist das? Also wir haben 2014 erneut mit Olivier Jobard zusammengearbeitet, der drei junge Flüchtlinge aus Afghanistan begleitet hat. Auch über Samos in diesem Fall. Dafür ist auch letztes Jahr ausgezeichnet worden für diese Arbeit. Wir haben in der Folge noch, also wir hatten eine Kooperation mit dem UNICEF Award, also wir haben das Thema dann wieder punktuell aufgegriffen, aber sind gerade dabei, also wir produzieren gerade Geschichten, die auch für uns neu sind. Also da geht es vielmehr um Konzepte, wie man mit der Situation auch hier umgeht, zum Beispiel, wie müssen sich unsere Städte verändern. Es ist ein etwas anderer Erzählansatz, oder naja, vielleicht auch ein deutlich anderer Erzählansatz als in unseren früheren Geschichten. Gibt es denn noch eine Geschichte, die wir vorbereitet haben, wo Sie ein bisschen erzählen können, auf was für Bilder Sie kommen in der Auswahl, warum Sie bestimmte Bilder verwenden, wie die Dramaturgie von so einer Geschichte ist über eine längere Strecke? Ich weiß nicht, ob es diese von 2014, diese Geschichte gibt, dass man da nochmal eben, wie diese Geschichte von Ihnen ja letztlich auch dann gebaut wurde und warum welche Fotos ausgewählt wurden. Also ich kann das hier natürlich nur stellvertretend für meine Kolleginnen, die das damals betreut haben, erzählen. Das ist natürlich, also 2014 war das ein relativ neues Bild, dieses Aufmacherbild, was uns damals, die Kollegen damals natürlich erschüttert hat. Mittlerweile sind diese Bilder leider allzu vertraut. Das ist für uns ein relativ dramatischer Auftakt für unsere Geschichten. Wir erzählen eigentlich eher leise und ruhiger und haben eben auch den Platz, den viele Magazine nicht mehr haben und Tageszeitungen sowieso nicht. Und in diesem Fall sind wir zurückgegangen, weil es eben die Möglichkeit gab. Also viele Geschichten gehen gar nicht so weit zurück. Woher kommen die Menschen? Was lassen sie zurück? Es gibt verschiedene Fotoprojekte, die sich halt mit den Habseligkeiten der Menschen halt befassen, um das aufzuzeigen. Aber in diesem Fall gab es halt wirklich die Gelegenheit zu zeigen, daher kommen sie, das sind die Kinder eines der Protagonisten. Hier verlassen sie, überqueren sie gerade den Khyber-Pass zwischen Afghanistan und Pakistan. Und wir können sie halt wirklich relativ auserzählen, diese Fluchtgeschichte, was wir in vielen Fällen auch getan haben. Und was uns auch immer wichtig ist, trotz der besonders dramatischen Situation im Mittelmeerraum, in Nordafrika und Europa, dass es halt eben auch noch andere Regionen gibt und dramatische Situationen, wie die Flüchtlinge aus Myanmar, die in Thailand ankommen, deren Angehörige teilweise, weil Fluchtgelder noch nicht bezahlt wurden, entführt werden. Da haben wir ein Projekt von Minzer Yaou, einem burmesischen Fotografen, im letzten Jahr gezeigt. Und wir haben auch sehr früh über die mittelamerikanisch-amerikanische Situation berichtet. Vielleicht können wir dann zu einem der Fotografen übergehen. Das ist ja im Grunde klassische Reportagefotografie. Die Motive und die Ästhetik dahinter können wir vielleicht auch nochmal im Laufe des Abends reflektieren, oder die Probleme, also ich kenne es nur vom Schreiben, dass es natürlich auch bestimmte Klischees gibt, dann auch gerade gegen zum Beispiel Nannengeschichten, Nannenpreisgeschichten, also es gibt fast schon so das Klischee, also der Problemgeschichte des großen Schicksals, also Flüchtlingsgeschichten haben es auf eine gewisse Weise wahrscheinlich ist ein eigenes Genre geworden. Ich weiß nicht, Kai Löffelbein, jetzt gar nicht, weil Sie für den Nannenpreis nominiert sind, sondern weil Sie vielleicht von der Arbeitsweise am nächsten dran sind an dieser doch eher klassischen Reportagefotografie. Können Sie noch mal kurz beschreiben, wie Sie arbeiten? Also Sie sind, glaube ich, ohne Auftrag erstmal losgefahren, letzten September. Wie Sie dann mit den Flüchtlingen oder nicht mit den Flüchtlingen, also einfach wie Ihre Geschichten zustande kommen oder was Sie daran interessiert, was das Ethische daran ist vielleicht auch. Es klang ja auch an in der Vorstellung, was vielleicht das Problem ist, auch an dem
ethischen, wie Sie es sehen, also quasi Teil von dieser Geschichte zu sein oder nicht das Problem? Ja. Also genau, wie du gerade erwähnt hast, bin ich ohne Auftrag losgefahren, eigentlich auch viel zu spät. Also ich muss eigentlich vorwegstellen, dass ich mich gar nicht als Newsfotograf sehe, also gar nicht so an Aktualität gebunden bin. Wenn es natürlich um den Verkauf der Geschichte geht, letztendlich muss natürlich eine gewisse Aktualität oder vorhanden sein. Aber das war eine Geschichte, die natürlich voll im News-Kontext gestanden ist. Und das lief lange Zeit und ich habe das lange Zeit beobachtet und viel mit meinen Fotokollegen irgendwie darüber gesprochen. Irgendwann war es soweit, dass wir gesagt haben, okay, was sind wir eigentlich für Fotografen, was lassen wir da eigentlich gerade an uns vorbeiziehen? Obwohl es News ist, obwohl es diese Aktualität hat, also fällt da gerade eine Mauer? Also welchen verpassen wir historische, also in welcher historischen Dimension steht das gerade und können wir das überhaupt jetzt sehen und wie lange warten wir? Und dann genau, nach einem dieser nächtlichen Gespräche habe ich dann gesagt, okay, jetzt kaufst du jetzt ein Ticket und fährst los. Ich wollte nach Lesbos, weil es so der erste Kontakt ist, den quasi die Leute mit Europa haben. Ich hätte natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon nach in den Balkan fahren können, aber mir ging es irgendwie um diesen ersten Kontakt mit Europa und diese Hoffnung, diese Freude, die diese Leute haben, endlich in Europa gelandet zu sein. Und genau, dann bin ich hingefahren, habe mir ein Ticket gekauft und bin noch zu einer Situation angekommen, wo recht wenige andere Fotografen, also ich meine, natürlich waren schon viele Fotografen auch vor Ort, aber es war schon so, dass man sich da nicht auf den Füßen irgendwie rumgestanden ist, was wohl später sich wirklich geändert hat. Und genau, habe dann erstmal die ersten Tage einfach wirklich das Ankommen der Boote halt eben fotografiert. Und ja, aber es war irgendwann auch recht klar, dass man das dann einfach hat. So, ich meine, es war aber auch klar, dass man keine Geschichte von der Insel Lesbos erzählen kann, ohne ohne die ankommenden Boote zu haben. Und es gab natürlich auch viele dramatische Bilder, die ich gemacht habe, aber dann letztendlich in meinem Edit, das ist ja dann auch immer, man macht erstmal natürlich Fotos und schaut dann nachher nochmal, wie editiert man die Geschichte, editiert sie vielleicht auch immer wieder neu, wenn man nochmal drüber geht, wenn man die vielleicht für einen Wettbewerb einreicht oder sich für ein Stipendium bewirbt und ja, nimmt vielleicht dann auch wiederum Bilder raus, die man am Anfang vielleicht drin hatte, weil man sich natürlich jetzt über die Monate an diese Bilder natürlich auch gewöhnt hat, dass sie immer wieder auftauchen und teilweise natürlich auch so Stereotypen immer wieder wiederholen. Genau. Und dann, sprich, ich bin dann auch weiter und habe halt eben auf der Insel fotografiert, war dann in Meura, wir haben auch eben Bilder gesehen, oder wie hier, also Meura ist so der erste Registrierungspunkt, wo die ankommenden Menschen registriert werden. Ja, und war fasziniert von dieser, oder was heißt fasziniert? Erschreckt, kann man eher sagen, von dieser Situation auf Lesbos, dass eigentlich alles in der Hand von Volunteers, also von Leuten, die überall auf der Welt halt eben überall von der Welt hergekommen sind und quasi ohne Know-how eigentlich die ganze Flüchtlingskrise erstmal halt eben gemanagt haben. So. Und ja. Sind denn bei bestimmten Bildern, weil wir von Stereotypen reden, ist es dann so, dass man, wenn sie fotografieren, sich entweder denken, geiles Bild, ja, so werden sie es machen, so ob man es reflektiert, oder ist es viel zu intuitiv, was gerade passiert, wenn sie zum Beispiel vor diesem Vater mit seiner Tochter gelaufen sind, oder ich weiß nicht, ob sie oben standen und denen entgegenfotografiert haben oder sich umgedreht haben, oder eben ob man so bestimmte Bilder auch ausschaltet, weil sie zu
eben so zu stereotyp schon sind, also so zu, also ist das schon ein Filter oder ist das eine Reflexion über das, was man gerade tut, ja, in ihrer Arbeit? Also ich glaube, da, genau das Bild, ich glaube, da kann man sich natürlich nicht von, also ich kann mich nicht davon freimachen, ich mache erstmal die Bilder, ich bin in diesem Prozess erstmal vollkommen drin und ich muss auch sagen, dass es, ja, obwohl ich viele andere Geschichten gemacht habe, die mich auch emotional sehr, sehr gepackt haben, aber diese Geschichte ist, glaube ich, eine der emotionalsten Geschichten, die ich jemals gemacht habe. Einfach auch, weil sich, es geht jetzt vielleicht ein bisschen von der Frage weg, aber gehört, glaube ich, auch dazu, einfach weil sich meine Rolle als Fotograf einfach, wenn sie da am Strand stehen und da kommt halt eben ein Boot an und ich bin auch einfach den Strand abgelaufen, da kommt ein Boot an und dann sind halt eben keine von diesen Freiwilligen da, die eigentlich erstmal quasi so den Leuten aus diesen Booten helfen. Also teilweise kommen die Boote an der Steilküste an, die Leute waren 5, 6 Stunden, wenn sie Glück hatten, nur auf dem Boot. Teilweise ist aber auch der Motor ausgefallen und die Leute schippern da den ganzen Tag lang übers Meer. Die Leute können nicht schwimmen, es sind alte, kranke Leute ohne Beine, Kriegsverletzte, Invaliden halt eben dabei. Und die kommen halt eben dann an und sie stehen da und und du hast die Kamera umhängen und überlegst dir, okay, aber was ist denn jetzt eigentlich deine Aufgabe so? Also was machst du denn jetzt so? Und in den meisten Situationen war dann einfach klar, es sind hohe Wellen, es ist gefährlich auszusteigen und dann war klar, ich muss die Kamera wegtun. Das ist möglicherweise nicht das, was professionell ist oder nicht, aber es war klar, ich muss dann helfen so. Und einfach die Babys entgegennehmen und an den Strand legen und wieder hinrennen und es bilden sich dann schnell Ketten und kleine Kinder werden halt eben rübergereicht. Zu der Frage, die sich da, glaube ich, dann auch so ein bisschen da einschließt, im Moment, in diesem Moment bin ich einfach vollkommen drin. Denn ich fotografiere, ich helfe, ich denke da nicht über Stereotypen nach oder das ist ein geiles Bild. Also das passiert. Das passiert dann erst im Edit, wenn ich dann halt eben durchgehe oder mir abends die Zeit nehme, wenn ich sie dann habe und einfach nochmal durch die Bilder flippe und denke, oh, okay. Und da bin ich dann Fotograf und denke, hier fällt das Licht toll, hier ist der Ausdruck stark. Ja. Aber diese Bilder sind ja schon, ich weiß nicht, wie stark ästhetische Prägungen dann letztlich auch charakterliche Dispositionen wiedergeben. Beim Schreiben wiederum kann ich das auch nicht ganz genau sagen. Aber sagen wir, diese Bilder sind ja, neutral, also einerseits erzählen sie vom starken Glauben an die Macht der Fotografie, also ein sehr großes Selbstvertrauen, dann haben sie eine sehr starke ästhetische Prägung durch das Schwarz-Weiß, also eine epische Dimension und sie scheuen das Pathos auf eine gewisse Weise nicht. Wie würden Sie denn das beschreiben, was Sie tun und warum Sie das, was sind die ästhetischen Entscheidungen dahinter? Also ich glaube, es geht dabei, den Leuten ihre Würde einfach zu lassen. So. Und deswegen mag man den Bildern also auch eine ästhetische Überhöhung vielleicht irgendwie anheimsen, aber ich... Das war jetzt keine Kritik. Also achso, nee, das ist aber auch... jetzt weiß ich aber nicht mehr, was ich sagen soll dazu. Nein, einfach, was die Entscheidungen sind. Also warum schwarz-weiß? Ist es immer, fotografieren Sie immer schwarz-weiß? Warum dramatisches Licht? Ist es passiert in dieser Serie? Ist es, also einfach, was die Erzählform, was die Zutaten dieser Geschichte, die Wahl überhaupt angeht? Oder ist es... Ja, also gut, zu dem Schwarz-Weiß kann ich sagen, ich ich hatte lange keine Schwarz-Weiß-Geschichte mehr gemacht und ich wollte nochmal eine Schwarz-Weiß-Geschichte machen. Und ich habe mir gedacht, dass es einfach auch zu diesem Gedanken, dass da einfach was Historisches, was ganz Einzigartiges oder in meinem jungen Leben Einzigartiges passiert, was ich festhalten möchte. Und deswegen fand ich Schwarz-Weiß passend.
Abgesehen davon sind Schwimmwesten mit Neonrot auch der Tod für jedes Foto. So. Vielleicht können wir jetzt eine kurze Zäsur machen, bevor wir zu den anderen zwei Fotografenpositionen oder drei noch mal kommen und eine Runde machen, weil es ja vorhin schon angesprochen wurde, quasi, was ist die Rolle des Fotografen oder was ist die Rolle eines Bildes in so einem Kontext. Und nochmal, ich weiß nicht, ob die... Also mich würde tatsächlich einfach interessieren, was die Reaktion als Fotograf auf das Bild von Aylan Kurdi ist, also so wie Sie dieses Bild jeweils beschreiben aus dem jeweiligen Standpunkt, der dann des Agenturen oder des Reflektierenden oder des Reportierenden sein kann. Und die zwei anderen Fotos, die irgendwie auf eine gewisse Weise emblematisch sind, das ist irgendwie das World Press Foto von dem syrischen Vater. Vielleicht können wir mit dem Kurdi-Foto anfangen oder auch irgendwie über die mediale Inszenierung oder über die Problematik nochmal reden, die in diesem Foto steckt. Das, was es in verschiedenen Formen gab, was ja unzweifelhaft, würde ich sagen, die Politik verändert hat. Aber vielleicht können wir eine kleine Runde machen, dass jeder aus seinem Standpunkt was dazu sagt. Vielleicht wollen Sie beginnen aus dem... Ich denke, die Hauptfrage, was man sich stellt, soll das Bild überhaupt gemacht werden? Soll es überhaupt gezeigt werden? Und ich denke absolut ja, weil das, ich denke, das gehört zu unserer Pflicht als Erzähler. Unsere Medium sind Bilder und gerade in Deutschland, wo Privatsphäre so respektiert wird. Und ich meine, Straßenfotografie ist in Deutschland eigentlich unmöglich. Und besonders in Deutschland, da wäre eine starke Abneigung, sowas zu zeigen. Aber ich denke, dass man muss das zeigen, weil man hört sonst nur diese Schlagzeilen. Ja, in der Ägäis ist wieder ein Boot untergegangen, da sind 13 Flüchtlinge ertrunken. Und gut, und das hört man dann immer wieder. Und irgendwie diese Verbindung, ja, das sind Menschen, da ist die Verbindung. Und als dieses Bild dann veröffentlicht wurde, das hat dann tatsächlich auch ein starker Druck an die Politik gemacht. Ich glaube, das kurz danach hat David Cameron dann doch ein bisschen nachgelassen und hat gesagt, gut, 20.000 Syrer werden wir ins Land reinlassen. Und dann ist natürlich die Frage, ja, soll man das Kind mit Gesicht zeigen, ohne Gesicht? Also ich tendiere hier schon zu Gesicht, weil um eben diese Menschlichkeit auch von einem toten kleinen Jungen zu kommunizieren. Das emblematischere Foto ist dann ja das fast ästhetisierte und dann eben auch auf wirklich bizarre Weise von Ai Weiwei irgendwie eigentlich degradierte Foto, der es dann nachgestellt hat. Vielleicht haben Sie es auch da. Nee, Ai Weiwei haben wir nicht da. Das ist die einzige Fassung davon? Genau. Also die Rückseite, nee, aber wir haben noch, das ist eben noch so ein Nebenstrang, es gibt noch etliche Varianten dieses Fotos, die ich jetzt gerade mal kurz durchblättere. Okay. Man war sich ja sehr uneinig. Aber die Frage also, ist eben, welches, das ist ja eben ein ganz anderes Foto eigentlich als dieses, wo der Junge von hinten fast schlafend, fast ruhig gezeigt wurde. Und da würde mich auch nochmal interessieren, was dann letztlich, ich weiß nicht, vielleicht können Sie was dann zu einer redaktionellen Entscheidung sagen, wie Sie das erklären, beurteilen, zu welchem Foto man dann neigt oder greift, dass wir ihn nicht zeigen. Was war das für ein Medium, was das gerade... Also eben waren wir bei der Berliner Zeitung, die hat das Kind nicht gezeigt. Bild? Nee, Berliner Zeitung. Ja, das erste Bild, also quasi das auch nicht das Originalbild ist von der Welt. Das ist die Berliner Zeitung, die hat sich entschlossen, das Kind nicht zu zeigen. Dann gab es CNN.com, die hat es dem Betrachter überlassen. Sehen, da schaltet er jetzt um. So, ja, also es war eine Schwarzblende davor. Dann haben wir BBC, die sich dazu entschlossen hat, diese drastische Szene zu zeigen, aber mit verdecktem Gesicht des Kindes. Dann haben wir die Berliner Morgenpost, die hat das zweite Motiv, was von dem Jungen existiert, ins Bild gesetzt, also sehr nah, sehr direkt, aber ohne Gesicht. Und da haben wir hier nochmal zwei Printbeispiele, Daily Mail.
und Guardian. Und die Fotografin, die das Bild gemacht hat, noch vielleicht ganz kurz als Nebeninformation, also dieses Bild von der Rückseite ohne Gesicht, türkische Fotografin, die steht auch ganz dahinter, hat gesagt, sie hätte das Bild natürlich lieber nicht gemacht, aber sie findet es absolut wichtig, dass es gezeigt wurde. Gleiches sagt Daniel Etter, zu dem kommen wir später noch, der auch gesagt hat, dieses Bild von Aylan Kurdi, das musste einfach definitiv gezeigt werden. So, das aus meinem Off. Das hat aber alles eine Fotografin gemacht, oder sind es zwei verschiedene Fotografen? Es sind zwei verschiedene. Zwei verschiedene, okay. Können Sie was aus Ihrer Perspektive so zur Rationalität der Entscheidungen oder einfach zum Bild, zum Vorgang was sagen? Also zu dem Bild bin ich ja eingehend schon zitiert worden. Wir kommen selten in die Verlegenheit, solche Bilder zu drucken, weil wir eben nicht aktuell sind. Aber ich habe da eine relativ drastische Meinung. Also es gibt eine Kontinuität der Verharmlosung seit Family of Man, seit dem Zweiten Weltkrieg, halt bestimmte Bilder halt nicht zu zeigen und eben dann entsprechend Kontroversen, wenn sie dann doch gezeigt werden. Ich merke, welche Wirkung dieses Bild, und das ist überhaupt nicht rational, aber ich habe selber einen dreijährigen Sohn, welche Wirkung dieses Bild auf mich nach wie vor hat, denn ich habe es hunderte Male gesehen. Und deswegen glaube ich, und eben auch ob dieses politischen Impacts, das dieses Bild hatte, sind diese Bilder wichtig. Und mich ärgern viele Diskussionen, wie sie auch zuletzt über Warren Richardsons Bild, das den World Press Photo Award gewonnen hat, geführt wurden. Und die Verweise auf die christliche Ikonografie, von der wir natürlich geprägt sind, und auch unsere Sehgewohnheiten und eben auch die Fotografen entsprechend beeinflusst sind. Ich finde, das ist völlig irrelevant. Und ich glaube, diese Bilder haben Einfluss. Und ich glaube, die stillen Projekte, die Langzeitprojekte sind wichtig, aber eben auch diese drastischen Bilder. Und Christoph Bangert hat es eben auch gezeigt in der Diskussion um sein Buch War Porn, wo er all die Bilder veröffentlicht hat, die keine Redaktion veröffentlicht wollte. Das sind Bilder, die kann man wirklich schlecht und ganz schwer ertragen. Aber ich glaube, diese Bilder sind wichtig. Und Gott sei Dank muss ich sie nicht so oft veröffentlichen, aber ich würde es definitiv tun. Und wenn es eine Kultur der Verharmlosung oder eine Kontinuität der Verharmlosung gibt seit Children of Man, von wem, durch was? Sind es dann tatsächlich weitergegebene politische Prägungen oder Interessen, die zu solchen Entscheidungen führen? Oder was meinen Sie damit? Was genau ist der Grund für mögliche, also für so eine überethische Diskussion im Grunde, die dann letztlich zu einer, wie Sie sagten, Verharmlosung der Not am Ende oder der Degradierung der Opfer, also Degradierung der Opfer führt? Na, ich glaube, da stecken keine Verschwörungstheorien hinter, sondern das sind auch Marktinteressen. Also bei Family of Man, der meistgesehenen Fotoausstellung aller Zeiten, man wollte ein Massenpublikum erreichen, man hat es geschafft und man wollte kurz nach dem Krieg halt nicht nochmal die Opfer von Buchenwald und Auschwitz zeigen, sondern hat Menschen aus dem Warschauer Ghetto gezeigt, ein relativ harmloses Bild mit erhobenen Händen, ist auch eine Ikone des 20. Jahrhunderts und hat das weitgehend vermieden. Und das, die Kontinuität, das betrifft auch mich oder uns. Also es gibt dann natürlich auch den Wunsch, nein, wir wollen unsere Leser nicht verstören und das berührt auch Marktinteressen. Aber ich glaube, da steckt keine politische Verschwörung dahinter. Oder auch wenn es natürlich, wie zuletzt auch zitiert, den Wunsch gab, man solle jetzt Bilder von Abschiebungen zeigen, damit auch in den Herkunftsländern ankommt, Europa ist kein Paradies. Und das mag es geben, aber ich glaube, es sind auch ganz profane Dinge, die in Verlagen und an anderen Orten halt bestimmen. Und Herr Brüggemann, Sie als jemand, der extrem auf diese mediale Wirkweise von Bildern oder Herstellungsweise oder, also wir werden Ihre Arbeit nachher noch sehen, sich konzentriert oder in dem Fall Ihre Serie eben sehr stark eine Metaebene oder eine Betrachtung der Funktions-, der Abläufe als der Fotografen vor Ort, der Inszenierung der Not im Grunde zum Thema hat, was als Kollege oder als Analyst dieser Bilderwelten, können Sie sich erinnern, als Sie das Bild gesehen haben, haben Sie darüber nachgedacht? Ja, natürlich. Also es hat mich wahnsinnig berührt und ich muss auch sagen, jetzt die gleichen Gefühle sind jetzt wieder hochgekommen, wenn ich dieses Bild sehe. Also, und da geht es auch ja gar nicht
um irgendwelche, also die Tatsache an sich, ich sehe das und das geht einfach ganz stark an die Emotionen und da kann ich mich auch nicht gegen wehren und da passiert was und in dem Moment, wenn ich mich dann wieder davon lösen kann, geht es mir da ähnlich wie Lars, dass ich diese Metadiskussion darüber mich also eigentlich nervt, sowas muss gezeigt werden und ich finde es eigentlich auch dann auch noch in einem weiteren Blick total interessant, dass es eigentlich das erste Mal in einer sehr langen Zeit, dass wieder Bilder gibt, die diese Macht haben, tatsächlich was auszulösen, was Sean gerade beschrieben hat. Also Fotografie hat, glaube ich, für einige Zeit da die Prime Position abgetreten an andere Medien in der Berichterstattung und das ist ja wahnsinnig wichtig zu sehen, dass das passiert und da bin ich auch erstmal, also in meiner persönlichen Position, die ich habe als Fotograf, wie ich fotografieren würde, stehe ich da völlig außen vor. Also ich bin dann auch erstmal Bildbetrachter und da kann ich jetzt auch nicht, ich meine, diese Bilder kann man ja auch nicht aus einem ästhetischen Blickpunkt beschreiben. Also wenn ich jetzt hingehen würde, eine Bildanalyse, würde ich jetzt vielleicht sagen, das ist jetzt eben kein dramatisches Licht oder so, das ist jetzt vielleicht kein gutes Foto als Foto, aber da geht es ja auch nur um das, was ich drauf sehe. Also es ist einfach nur eine Dokumentation, eine Beschreibung dessen und das reicht völlig aus, um das auszulösen. Und hinterfragt dann vielleicht auch wieder, wie viele künstlerische Positionen wir als Fotografen uns überhaupt da so reinbringen brauchen, wenn wir einfach nur am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt sind. Frau Fenn, sind Sie froh, dass Sie das Foto nicht gemacht haben? Also ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, ich wollte es nämlich gar nicht sehen. Also ich habe es, glaube ich, sofort weggeklickt und habe mich eigentlich eher so ein bisschen geärgert, dass es notwendig ist, dass solche Bilder gezeigt werden, damit Leute auf so eine Krise aufmerksam werden oder nochmal anders drüber reden. Ich verstehe das natürlich irgendwie, dass nicht irgendwie nur verharmlosende Versionen von Dingen gezeigt werden sollen, also ganz im Gegenteil. Also ich finde auch, dass manche Geschichten eine gewisse Brutalität brauchen, aber also ich habe mich tatsächlich damals geärgert, dass halt so ein Bild dann so einen Effekt auslöst, dass man das braucht. Also ich meine, Jörg hat natürlich total recht, dass es bei so einem Bild nicht mehr darum geht, um ästhetische Aspekte zu sprechen, Bildaufbau oder so, aber irgendwie degradiert es uns natürlich auch so ein bisschen. Also irgendwie hat man halt so das Gefühl, dass so der professionelle Fotograf, der da irgendwie groß drüber nachdenkt, wie er eine Geschichte erzählt, irgendwie mit gutem Gewissen und so, spielt halt keine Rolle mehr, weil das sind die Bilder, die die Effekte erzielen und die wichtig sind, offensichtlich in gewissen Bereichen. Vielleicht können wir da dann vielleicht Ihre Arbeit tatsächlich irgendwie reinschieben nochmal, es sei denn, Sie wollen noch speziell was zu dem, können wir nachher nochmal zu einem der anderen Fotos nochmal darauf zurückkommen, wie die, ja, weil es natürlich interessant ist, weil Sie ja komplett einfach anders, analytischer, abwesender arbeiten, vielleicht wollen Sie kurz die Motivation dieses Projektes? Ja, also ich habe im Jahr 2011, 2012 Flüchtlinge in Berlin fotografiert. Das entstand damals die Geschichte im Zusammenhang mit unserer Ausstellung von der Agentur Ostkreuz. Wobei ich schon damals gemerkt habe, dass es mir wahnsinnig schwer fällt, mich mit einer Gruppe von Menschen auseinanderzusetzen. Vielleicht bleibst du noch kurz bei dem Bild. Ja. Weil ich ganz schnell gemerkt habe, ich habe mit diesen Menschen nichts zu tun. Und das war für mich davor, bei allen meinen Arbeiten vorher, immer ein ganz wichtiger Aspekt. Ich konnte mich eigentlich nur mit Problemen und Menschen beschäftigen, die auch meine eigenen sein könnten. Und habe da ganz schnell gemerkt, was will ich mir für ein Recht nehmen, über diese Menschen zu erzählen, wo ich niemals in meinem Leben wahrscheinlich in so einer Situation sein könnte. Und habe dann nach einer Möglichkeit gesucht, mich trotzdem damit auseinanderzusetzen und habe dann eher den versucht, zu diesem bürokratischen deutschen Apparat zu beleuchten und habe dann diese Porträts von den Flüchtlingen, es ist eine sehr konzeptionelle Arbeit geworden, gegenübergesetzt von Orten, die ich besucht habe, die für Asylbewerber von eine große Relevanz spielen. Davor haben wir gerade die Registratur gesehen, wo man einfach die Masse an Anträgen, ich rede jetzt von 2011, sieht,
Das Bild danach ist jetzt einfach so ein Ausschnitt aus einer Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Hotel, wo halt in diesen Schlüsselkästen mittlerweile die ganzen Behördenbriefe stecken. Und ich bin einfach rumgereist in Berlin und habe so alle möglichen Orte besucht und einfach versucht, nach Details zu finden, wo ich irgendwas finde, wo ich das Gefühl habe, das hat eher was mit unserem System zu tun, was wir halt über diese Flüchtlingsschicksale stülpen. Das ist so ein Detail von in einem Zimmer von einem Flüchtling, wie er sich da eingerichtet hat. Genau, dazu kamen dann immer Porträts, die ich von diesen Menschen gemacht habe, in ihren Zimmern. Genau, das ist halt die Arbeit, die ich 2011, 2012 gemacht habe. Und nur in Berlin, das ist Besucherraum vom Abschiebegefängnis, also immer wieder habe ich dieser Struktur und dieser Ordnung gesucht, womit das alles irgendwie behandelt wurde. Und das war ja auch zu einer Zeit irgendwie, als man, also als ich das Gefühl habe, die Flüchtlinge gibt es gar nicht. Das hat halt irgendwo stattgefunden. Und dann war mir aber damals schon klar, das ist eigentlich ein total wichtiges Thema und ich darf das nicht nur auf Berlin beziehen und ich möchte das deutschlandweit überprüfen, was ich in Berlin kennengelernt habe und ausbauen und wie das halt bei mir so ist, sehr langsam immer alles, hat es dann ungefähr 3 Jahre gedauert, bis ich das auch irgendwie finanzieren konnte und habe mich dann eigentlich Ende 2014, Anfang 2015 auf den Weg gemacht, die Arbeit wieder aufzugreifen. Das ist jetzt eins der ersten Bilder, die dann nach diesen 3 Jahren entstanden sind, auch irgend so eine verlassene Flüchtlingsunterkunft, wo sich keine Sau um die Leute kümmert, wo die vor sich hin vegetieren und bin dann aber mitten halt in diese erste Phase gekommen, wo ganz viele Flüchtlinge ankamen und habe dann einfach angefangen, mir ganz viele Notunterkünfte anzuschauen. Also das ist jetzt zum Beispiel einen Tag vor Bezug so eine leere Fabrikhalle, wo die auch wieder so super schön systematisch und geordnet diese ganzen Kabinen gebaut haben, um dann am nächsten Tag 300 Flüchtlinge aufzunehmen. Und so bin ich dann halt im letzten Jahr immer mal wieder irgendwo hingereist. Das ist jetzt eine Traglufthalle in Deggendorf in Bayern, die versucht, die überfüllte Erstaufnahme zu entlasten. Und habe eben versucht, diese Orte zu fotografieren ohne Menschen. Ein Detail von so einem Verschlag, den die gebaut haben in der Turnhalle. Das haben die Flüchtlinge sich selbst eingerichtet, so eine Ecke, wo die beten können, auch in der Turnhalle. Und das ist jetzt diesen Herbst gewesen, ach nee, stimmt gar nicht, das war im Januar erst, eigentlich hätte ich es auch schon im Herbst fotografieren sollen, in Deggendorf diese Registrierungsstraße von der Polizei eingerichtet, wo die Flüchtlinge direkt bei Grenzübertritt hingeleitet werden, um dort registriert zu werden, damit man einen Überblick behält, wer überhaupt hier angekommen ist. Das ist so ein Fotostudio, was ich die Polizisten eingerichtet habe. Sehr interessant. Das ist eine andere Registrierungsstraße in Passau. Das hat mich an so einen sakralen Raum erinnert, also wie so ein Kirchenschiff. Aber wie gesagt, ich gehe da mit einer ganz anderen Wahrnehmung daran. Und weil ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt Flüchtlinge begleiten würde, das kann ich nicht. Ich kann das nicht wirklich nachempfinden. Und das ist jetzt so ein Parkplatz, wo die ganzen Schlepperfahrzeuge, die sichergestellt wurden im Herbst, jetzt über den Winter stehen gelassen wurden auf so einem ehemaligen Armeegelände, irgendwo in Bayern im Wald. Genau, das ist jetzt, glaube ich, das letzte Bild. Das ist jetzt einfach so ein Tisch von der Ausländerbehörde im Rückführungslager in Bamberg. Genau. Und wenn Sie sagen, Sie können das nicht nachempfinden, deswegen machen Sie diese Geschichten nicht über Flüchtlinge, die Sie dann irgendwie... Ich weiß einfach... wo Sie sich nicht irgendwie, wo Sie sich übergriffig fühlen würden oder wie auch immer. Und diese Bilder der Bürokratie wiederum... sind dann vielleicht, also es ist auch ein Gedanke bei Ihnen, dass die eine andere, möglicherweise politischere Dimension oder strukturellere Dimension oder gesellschaftlichere Dimension zeigen, eines viel längeren Problems als eine Situation, also gibt es dann so einen Gedanken darüber oder ist das eher eine formale Herangehensweise an... Nee, also eigentlich ist es die erste Arbeit, wo ich so formal rangegangen bin. Eigentlich würde ich total gerne endlich wieder Menschen fotografieren. Aber mir fällt tatsächlich jetzt in dieser
in dem Zusammenhang mit der sogenannten Flüchtlingskrise fällt es mir total schwer, ein Porträt zu machen, das den Menschen zeigt, wie er ist, weil ich es nicht weiß. Also ich sehe immer ja nur diese Flüchtlinge. Und das sind ja keine Flüchtlinge, das sind ja Menschen. Also das war meine hilflose Möglichkeit, nach einer Form zu suchen, wo ich das Gefühl hatte, da in dem Bereich kenne ich mich irgendwie aus und kann was sagen. Ohne dass ich irgendwie urteile über etwas, was ich vielleicht nicht beurteilen kann. Also ich bin eigentlich ein Porträtfotograf. Das ist schon verrückt, dass ich hier eine Arbeit mache, in der es keine Porträts mehr gibt. Die sind ja jetzt alle weggefallen in der neuen Arbeit. Kann ich vielleicht ganz kurz dazu was sagen? Ich kenne die Bilder jetzt schon ein bisschen länger, weil Sibylle die gezeigt hat bei unseren Joe Fix, das gerade auch schon angesprochen wird, dass wir einmal im Monat machen. Und da hat sie eben genau diesen Konflikt auch immer wieder dargestellt und ihre Unsicherheit, wie sie weitermachen soll. Und also aus meiner persönlichen Sicht war es für mich total klar, dass es die als fotografische Arbeit diese Sachen viel stärker waren. Vielleicht aus dem Grund, weil Sibylle dort eine Beziehung selbst zum Thema entwickeln konnte, im Gegensatz zu den Porträts. Und es zeigte halt auch etwas, was ich so noch nicht gesehen hatte. Also das, obwohl wir jetzt so viel darüber hören, sind das alles Orte und Bilder, die mich überrascht haben und wo ich gedacht habe, Wahnsinn, so sieht das wirklich aus, so leben die Leute jetzt dort. Und das ist jetzt hier in Deutschland, das hat mich total abgeholt. Und deswegen habe ich Sibylle und auch andere ihr immer zugesprochen, dass sie damit weitermachen soll, obwohl es für sie schwierig ist. Aber manchmal muss man ja auch den schwierigen Weg gehen. Ist es denn aber bei so einem Projekt also kann man das so trennen, dass man sagt, wie Sie sagen, das ist als fotografische Arbeit, funktioniert das total. Die Frage ist ja, warum man diese Fotos macht, also was die Absicht ist als Projekt, also das ist ja doch, oder ist die Frage, ist das eine politische Absicht, die dahinter steckt, noch mehr als eine ethische in dem Fall, sondern quasi tatsächlich ein analytischer Blick auf eine Mechanik, die tatsächlich ja irgendwie, wie das dann auch bei Lagier so war, extrem problematisch sein kann. Also die Frage ist tatsächlich, irgendwie, das sind ja ruhige Bilder, das sind irgendwie noch überschaubare Bilder, aber ist dann letztlich der Versuch einer Analyse dieser Mechanik der Flucht innerhalb eines Landes, ist das aus Ihrer Sicht eben tatsächlich auch politisch motiviert, wie Sie da arbeiten oder nicht, oder eher formal? Nee, das ist bestimmt auch irgendwie politisch motiviert, aber bestimmt bei uns allen. Also ich meine, das ist ja immer so eine, klar, das ist so die Frage, was treibt uns an und ich meine, in erster Linie bin ich Fotograf und irgendwie suche mir Themen, die ich bearbeiten möchte und da spielen natürlich solche Themen eine Rolle irgendwie, da geht es mir ganz ähnlich wie Kai, man kann doch da gar nicht nichts dazu machen. Ich meine natürlich, man macht sich so viele Gedanken darüber und irgendwann hat man das Gefühl, irgendwie, man möchte da eine Formulierung finden dafür. Darf ich da kurz einhaken? Ich glaube, man muss sehr vorsichtig mit dem Begriff politisch sein, als Journalist, als Fotojournalist. Da ist die Gefahr, dass man dann eine bestimmte Perspektive oder man will etwas sagen, man hat es im Kopf und dann sucht man die Bilder, die das dann bestätigen. Und das ist dann ist der Journalismus tot. Man darf schon starke Gefühle haben, gerade in Situationen mit Flüchtlingen. Aber politisch etwas wirken zu wollen, außer dass man vielleicht ein bisschen Druck an die Politik oder an die Gesellschaft treiben will. Ich glaube, mehr soll man da nicht. Wir können nochmal das... Ich habe es gerade... Also ich würde da gerne direkt drauf antworten. Also ich sehe das ein bisschen zweischneidiger. Also natürlich ist es zuallererst einmal auch sich das selber ein Bild machen wollen. Man geht ja nicht hin und... Also das macht, glaube ich, keiner hier, dass er da hingeht und Bilder sucht, sondern man geht auch hin, weil man wissen will, wie sieht es denn überhaupt aus. Also es ist auch mal erst ein Eigeninteresse da, sich selber ein Bild zu machen, bevor man ein Bild macht. Aber dann
bin ich dort auch sehr kritisch, ob das tatsächlich man die eigene Position im Sinne eines journalistischen Kodex überhaupt rausnehmen kann. Also, weil ich das einfach anzweifle, dass es so eine Art von Objektivität da gibt, dass es immer eine Subjektivität beim Fotografen ist und immer die politische Haltung vielleicht, aber auch einfach der eigene Erfahrungshintergrund, den man hat, dass das Ganze, was man mit sich trägt, dort drin ist und allein schon die Entscheidung, wie ich den Rahmen meines Bildes setze, ist ja schon eine subjektive Entscheidung. Und dann plädiere ich eher dafür, das offenzulegen und im Sinne eines Kommentars, eines journalistischen Kommentars vielleicht eher zu arbeiten.